Koffer gehören natürlich voll und ganz dazu. Wenn wir nur einmal drüber laufen. Whee! Keine Ahnung, was es für einen Bug im Spiel geben muss, dass plötzlich quasi getriggert wird, dass dort Koffer rausfliegen, sobald ich darüber laufe. So. Wir überleben jetzt übrigens nur von dem, was quasi hier von mir gefunden wird. Also mit anderen Worten, ich werde jetzt nicht groß auf Jagd gehen, außer ich laufe über ein paar Tiere oder so. Ich versuche heute noch ein bisschen die Insel sozusagen zu kartografieren, so ein bisschen ein Bild zu bekommen, wo die Koffer am besten fliegen und wo man irgendwas sehen kann. So. Ich benutze natürlich gerade die beste Methode für sowas. Zickzack laufen, planlos durch das Ding. Oh, hier ist ein Settlement. Ah, fuck. Die wohnen da. Okay. Gotta go. Bye, bye. Oh, das Flugzeug. Oh, ich bin ziemlich nah von diesem Ding da gespawnt. Okay. Beziehungsweise abgestürzt. Wenn man es mal so formulieren möchte. Ah! Ah! Oh, ich hasse es, von hinten einfach geschlagen zu werden. Okay. Flankieren. Im Kreis laufen. Wow. Fuck. Wo seid ihr? Nebenbei einen Baum abfällen. Warum auch nicht? Oh. Leaves collected. Hard up. Yes. Dodged it. Bitch. Oh, kann er bitte aufhören, diesen Überkopfschlag zu machen? Der macht einen echt unbeweglich. So. Okay. Ihr wisst jetzt, was ich ernst meine, ja? Hard up. Hard up. Oh, ich bin wieder mein Dorf angekommen. Mein Dorf, was zurzeit nicht mein Dorf ist, weil alles gelöscht wurde. Leck, leck, leck. So. Haut ab, habe ich gesagt. Niemand will euch. Verdammte Mutantenviecher. Ihr habt bestimmt nicht meine Sprache. Ich werde ganz um diese gruseligen Geräusche. Das Schlimmste im Übrigen, und das möchte ich mal anmerken, während ich dieses Spiel spiele, im Hintergrund höre ich die ganze Zeit dieses Donnern. Und dieses Donnern wird so gut rübergebracht von meinem Headset, dass ich die ganze Zeit mich umdrehe, während ich aufnehme, ob es draußen donnert oder nicht. Das ist fürchterlich, das ist wirklich gut. Ich habe ernsthaft das Gefühl, dass da so im Hintergrund ein schönes Donnern ist. Also rein audiotechnisch ist das Spiel wirklich gut designt. Auch wenn euch vielleicht am Anfang der letzten Folge, beim Plane Crash, was aufgefallen ist, dass da so ein, so ein Ton so ähnlich klingt wie etwas, was euch vielleicht vertraut sein könnte. Viele haben das schon kommentiert, also kein großes Geheimnis. Gott verdammt, ey. Anfangs weiß ich nie, wie ich hier diese Folgen anfangen soll. Und plötzlich treffe ich eine Höhle, die riesig groß ist, geglitschte Monster sind da drin und irgendwelche Kannibalen verfolgen mich. Und ich finde plötzlich heraus, dass der Plane Crash immer an einer anderen Stelle stattfindet. Was ich übrigens ziemlich gut finde. Hat man nichts Berechenbares. Hat man immer quasi irgendwas Neues, was man entdecken muss. So. Oho! Ich würde mal sagen, das ist was komplett Neues, was ich bisher noch nicht entdeckt habe. Der andere Teil des Flugzeugs. Wir müssen Piloten spielen. Hallo. Guten Tag, meine Herren. Wir befinden uns zurzeit... Oh. Ups. Gott verdammt. Guten Tag, meine Herren. Wir befinden uns zurzeit auf einer Flughöhe von 0 Metern über dem Erdboden. Mein Name ist Pitcock und ich spreche zu Ihnen aus dem Cockpit. Oh Gott. Ich wollte es ausprobieren, okay? Okay. Keine bösen Kommentare, nur weil ich auf den toten Piloten draufhauen wollte. Hier ist der Co-Pilot. Hallo, der Herr. Dürfte mir das ausleihen? Er scheint ziemlich tot zu sein, verdammt. Oh, hier ist noch mehr. Hier ist noch mehr Munition für das Ding. Oh, Moment. Okay. Muss ich irgendwas verlieren, bin ich? Ich würde auf jeden Fall... Moment. Ein bisschen Inventar, Tetris. Die Plane Axe. Kann ich nicht fallen lassen? Ist das quasi die Basic Axe? Ja gut, ich nehme die Knarre mit und ich merke mir einfach, dass beim Co-Piloten die Axt liegt. Zurzeit habe ich ja sowieso nicht vor, irgendwas zu craften. Das ist vielleicht besser, wenn ich einfach eine Pistole mitnehme. Monster? Hallo, Monster? Sie sind weg. Monster? Weg. Alpha. Alpha Gameplay, denkt dran. Spiel ist in Early Access Status. Wir unterstützen die Entwickler.
böse Zungen behaupten, die Entwickler wollen schnell noch was abgreifen. Wer weiß. Okay, ich bin scheinbar wirklich an der Belastbarkeitsgrenze. Ich kann einfach nicht mehr mitnehmen. Ah, da ist die Karte. So. Okay. Bleiben wir mal bei der Flare Gun und nehmen erstmal nichts mit, keine Steine oder sonst irgendwas. Ich möchte es nicht so im Raum stehen lassen, was ich gerade eben gesagt habe. Das Spiel ist ja schließlich in Entwicklung hier, also in der Early Access Status. Mit anderen Worten, das Spiel ist noch nicht fertig, wie ihr vielleicht bemerkt. Und da gibt es, ich weiß nicht, das ist so eine Entwicklung. Ich möchte nicht unbedingt, währenddessen ich das Spiel spiele und währenddessen ich versuche, eine Atmosphäre aufzubauen, darüber reden, also im großen Detail darüber reden. Aber man muss sich immer so ein bisschen vor Augen halten, dass vor ein paar Jahren die Spiele immer noch komplett fertig rausgekommen sind und dass die jetzt noch in so Häppchen rauskommen und nach entwickelt werden, währenddessen die gespielt werden. Das hat viele Pros und Cons. Ja. Falls ihr meine Meinung dazu wissen wollt, ich meine, ich spiele das Spiel ja schließlich. Also, naja. Bildet euch eure eigene Meinung darüber. Und dass ich hier an diesen schlecht texturierten Steinen herlaufe. Warum eigentlich nur herlaufen? Warum nicht gleich durchlaufen? Gut. Also, Hi Hrothgar ist schon mal abgehakt. Bleibt also nichts anderes übrig, als noch ein bisschen zickzack über die Insel zu laufen. Vielleicht finden wir noch ein bisschen was, was uns darauf hinweist, wo wir eigentlich genau sind. Gestern habe ich ja noch rumgerätselt, ob wir wirklich auf einer Insel sind oder nicht. Heute weiß ich ganz genau, wir sind auf einer Insel. Garantiert. Aus irgendeinem Grund hat diese Insel auch einen großen Berg mit einer weißen Krone. Und vor allen Dingen, wenn man sich mal die Bäume anguckt hier, wir sind vielleicht auf einer Insel, aber trotzdem sind hier überall so Laubbäume und Nadelbäume, ja? Muss man auch mal dazu sagen. Also normalerweise, und ich sag normalerweise aus meinem Wissen heraus von irgendwelchen Filmen und so weiter, ist man auf einer Insel, irgendwo gestrandet auf dem Meer, falls wir denn auf dem Meer sind, und über sind Palmen, weil das halt immer recht, wie soll ich sagen, warm ist. Scheint ja die ganze Zeit die Sonne. Und hier scheint sich ein riesiger Nadelwand aufzubauen oder aufgebaut zu haben. Mit Häschen und mit Eidechsen. Habe ich letztes Mal gefunden, muss ich dazu sagen. Und ich hatte eigentlich auch alles vorbereitet für das Video, aber dann wurde alles gelöscht. Weil ich nicht safen konnte. Okay. Wir haben noch eine Hütte gefunden. Das sind übrigens die bösen Bären. Nicht die schwarzen essen, nur die blauen. So. Schauen wir doch mal. Eine große Lichtung. Eigentlich auch ein ziemlich guter Ort, um hier sein Dorf aufzubauen. Ist eigentlich recht hübsch, wenn man sich mal so umguckt. Den Bäumen. Da ist ein Baumstumpf. Sieht ganz gut aus eigentlich. Moment mal. Hier hat irgendjemand einen Baum niedergefällt. Okay. Blumen. Ah. Im Übrigen hatte ich auch einen Kräutergarten gebaut. Muss ich mal aufbauen, wenn ich das hier nochmal aufmache. Ich hatte das Firepit aufgebaut, ich hatte die Log Cabin aufgebaut, habe ich ja gerade schon mal gezeigt. Den Log Holder hatte ich, also wo man einfach quasi so Baumstämme reintun konnte. Und das hatte ich alles noch ein bisschen rausgelassen, also man kann sich auch noch Wände bauen und Wände mit Türen, Wände mit Fenstern und Co. Fallen hatte ich übrigens noch gar nicht angerührt, allerdings die, ja genau hier, da ist der Small Garden, also der kleine Garten. Und der Rebel Cage, die Dinge hatte ich auch schon aufgebaut gehabt. Und ein Effigy, wo man quasi aus den Körperteilen der Eingeborenen so ein Mahnmal baut, damit andere Eingeborene sich von seinem Lager fernhalten. Na gut. Aber das Ganze werde ich nochmal wirklich in Detail zeigen, sobald es dann möglich ist, dass ich mein Dorf auch abspeichern kann und zu einem späteren Zeitpunkt nochmal neu, nochmal fortsetzen kann, sozusagen. Den Bau meines Dorfes. Oder meiner kleinen Befestigung. Auch verdächtig sind immer diese Bäume hier, diese riesigen Bäume. Also diese Bäume, die quasi so anders sind von allen anderen Bäumen mit den riesigen, dicken Stämmen. Stöckchen. Gucken wir noch mal weiter. Was haben wir denn hier? Eine große Lichtung. Moment, ist hier vielleicht ein Höhleneingang oder so? Ich meine,
stehen eine Menge von diesen komischen Gebilden rum, die diese Mutanten oder diese Eingeborenen hier gebaut haben können. Oh, ein Seestern. Was macht der Seestern denn hier? Oh, what the fuck. Was wollt ihr denn hier? Haut ab. Geht weg. Niemand mag euch. Haben sie sich eingebuddelt? Eins. Oh. Okay. Scheinbar haben die Jungs Schiss beim Schlagern. Bam. Das ist eine Lehre sein, Kollege. Stirb. So, gehen wir mal weiter. Wobei, nehmen wir das mal mit. So. Man kann alle mit zuhauen. Wir sind scheinbar völlig ausgebucht, also völlig ausgebucht in Sachen Platz. Also haben zu viel mit. Deswegen nehme ich mal wieder nur die Flagger mit. So. Ich hatte eigentlich gehofft, dass hier irgendwie so eine Art Höhle ist oder so. Halt, weil hier so viele Köpfe und so ein Kram aufgespießt sind. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Oh Gott, ey. Oh, da ist ein Kinderschuh dran. Was für kranke Arschlöcher. So, wandeln wir noch ein bisschen über die Map. Nochmal fix gucken, was wir noch alles erforschen können. Bevor hoffentlich der Hotfix rauskommt. Konnte dann nur die Skeletten, schade. Ach Gottchen. Das Spiel ist noch ein bisschen sehr buggy. Wie gesagt, ich möchte nochmal ganz doll betonen. Alpha-Version. Hm. Schon wieder so ein verdammter Baum hier. Nehmen wir mal Medics, nein. Sind es Zähne? Oh wow, ich habe Zähne gefunden. Langsam bräuchte ich mal wieder ein bisschen was zu essen. Denn mein Energiebalken geht ein bisschen runter. Und umso weniger ich sprinten kann, umso ja, weniger langsam kann ich mich halt hier über die Map bewegen. So. Ich glaube, dass ich jetzt auch schon fast einmal um die ganze Insel rumgelaufen bin. Und bald wieder an den Schiff rauskommen werde, was da so am Wasser anlegt. Ich glaube, ah, da ist es sogar schon. Ja. Hab übrigens einen relativ guten Navigationssinn, was das angeht. Oh, hier liegen noch ein paar Körperteile rum. Vom letzten Mal? Hm. Ich glaube nicht. So, mir wurde noch gesagt, dass ich das letzte Mal, als ich hier war, an diesem Schiff, also an diesem kleinen Segelboot dort vorne, dass ich irgendwas vergessen habe. Also schwimme ich nochmal hin. Weiß nicht, ich glaube, irgendwie Klamotten oder so sollten da sein. Zumindest haben es ein paar in den Kommentaren geschrieben. Auf jeden Fall, dass euch wundert, ob ich wirklich die Kommentare lese oder nicht. Hey! Ich lese jeden von euren Kommentaren. Jeden. Fast jeden. So, Flares. Getränke. Single Boost. Und Stoff war das, glaube ich. Erstmal ein bisschen was. Hm, also... Wow! What the fuck? Okay, scheinbar habe ich doch nicht die Axt equipped, sondern die scheiß Flare Gun. Holy fucking moly! Er schreckt mich doch mal mehr! Boah! Heilige Scheiße! So. Meine Güte! Mann! Verdammtes Spiel! Hör auf damit! Naja, ich habe zumindest gerade die Flagge angequippt. Gehen wir doch mal ins Waldesinnere. Auch wenn es langsam dunkel wird und ich das überhaupt nicht mag.
Ich dachte, jetzt hätte ich vielleicht die Taschenlampe equipped, weil ihr habt gerade vielleicht gesehen, dass ich die Taschenlampe angeklickt habe. Aber scheinbar habe ich nicht die Taschenlampe equipped, sondern ich bin immer noch mit meiner lustigen Flaggern unterwegs. Mir gefällt übrigens das Konzept, dass wenn man über die Map läuft, und sagen wir mal, ganz am Anfang habe ich das gemacht, ganz am Anfang habe ich so Koffer aufgekloppt. In anderen Worten, man findet überall die Koffer oder die Überbleibsel von den Leuten, die hier mit einem auf dem Flugzeug fahren. Und man findet ja auch selbst die Passenger. Nur halt tot. Oh, wenn man vom Teufel spricht. Gott verdammt, du schmeißt jetzt raus, du blöde Flärgern. Raus, du blöde Flärgern. Oh, liegen da zwei Flärgern. Das heißt, ich mach's einfach so. Scheinbar gibt's eine kleine Flärgern-Party gerade. Und das, obwohl ich keine der Flärgerns eingeladen habe. Oh fuck, ist dunkel. Was war das? Was ich sagen wollte, ist, das Prinzip ist ziemlich cool, dass wenn man hier so Köfferchen findet, dass man die aufbrechen kann und dass man da drin Sachen findet. Das ist sozusagen, dass man temporär überleben kann mit dem Kram, den die Leute dabei haben. So. Schritte. Oh, guck mal da. Das meine ich mit Eidechse. So. Ich denke, das kann ich mir noch bauen. Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Schritte oder irgendwie so ein Getrampel oder so und das verwirrt mich ziemlich stark. Oh, das ist ein Hase. Ich hoffe, ihr seht auch noch genug. Ich weiß, dass immer sowas sehr, sehr dunkel sein kann. Zack! Bleiben wir doch einfach mal ein bisschen hier am Feuer und genießen es, solange der Lizard gekocht wird. Lizard Skin increases armor. Inwiefern auch immer der Lizard jetzt dazu beiträgt, dass ich quasi besser gepanzert bin. Meinetwegen. Zack. Eat. Nice. Oh Gott. Raw Rabbit. Okay, rauf mit dir, mein Junge. Nehmen wir nochmal einen Energy Drink. Ach, trinken wir noch ein bisschen Alkohol. Wir können keinen Alkohol mehr trinken. Molotov-Cocktail. Okay, warte mal, schauen wir mal, was können wir noch so craften? Remove, remove, remove! Ich glaube, ich muss einen Timer neu öffnen. Und den Molotov-Cocktail würde ich mir echt gerne ausprobieren. Das ist mal cool. Das muss ziemlich hochprozentiger Alkohol sein. Hi. Okay, okay, Moment, 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 das nehme ich. Stirb, 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 stirb! Sorry! Ich will nicht rumschreien, aber... Wo sind die? Oh Gott, ich glaub... Oh nein! I'm dead, I guess. Wow! What the fuck? Das war mega creepy, diese Musik und dieser Endscreen, der total rot ist. Okay. Leute. Wow. Ist die Musik laut.
Ja, die Musik ist laut. So viel zum zweiten Folge von The Forest. Wie gesagt, die Speicherfunktion ist noch nicht eingefügt in Version 0.01. Und sobald die Speicherfunktion da ist und die Musik leiser ist, geht's weiter mit The Forest. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss. Bye bye.